Dichloratiopharm Schmerzgel präsentiert The Medical Corner. Im vergangenen Jahr habe ich mir eine Rückenprellung zugezogen in einem Spiel und habe dann daraufhin halt starke Schmerzen gespürt und wusste halt gar nicht erstmal, was es ist, konnte mich aber nicht mehr bewegen, daraufhin halt auch nicht weiterspielen. Auf der Bank sind die Schmerzen halt immer schlimmer geworden, der Rücken hat sich zugezogen und dann macht man sich halt seine Gedanken, sag ich mal, und ich dachte direkt an eine ganz schwerwiegende Verletzung, zum Beispiel wie ein Bandscheibenvorfall, aber wie sich zum Glück dann rausgestellt hat, war es nur eine Rückenprellung. Die wurde dann in dem behandelt, dass ich Spritzen halt hinten reinbekommen habe und das Gute war, dass ich dann in dieser Woche noch das Eurocup-Spiel gegen Zagreb bestreiten konnte, was wir dann auch noch gewonnen haben. Wie wir gerade beim Till gehört haben, können Prellungen extrem schmerzhaft sein. Unsere Aufgabe ist es natürlich, die Schmerzen zunächst mal in den Griff zu bekommen. Hier arbeiten wir mit Medikamenten, entzündungshemmend, Diclofenac, Ibuprofen, durchaus auch in Akutsituationen mit einer entzündungshemmenden Spritze. Muskeldetonisierende Maßnahmen bei Rückenprellungen, zum Beispiel mit Wärmeanwendungen, sind sehr angenehm, um die Spannung aus dem Muskel zu bekommen. Im Gegensatz dazu arbeiten wir bei Prellungen im Oberschenkelbereich zunächst wieder mit kühlenden Maßnahmen. In der Folgezeit, wenn die Schmerzen nicht besser werden, arbeite ich bei mir in der Praxis sehr gerne mit der Akupunkturmethode, weil ich da sehr gut Schmerzen in den Griff bekommen kann. Und man sollte bei Schmerzen immer versuchen, einer Chronifizierungstendenz entgegenzuwirken, weil es dann doch zu länger dauernden Problemen führen kann.